Ja. Das ist natürlich super hier. Erstmal ein paar Fackeln. Könnte man eventuell brauchen. 14 Stück hätte ich damit jetzt. Was haben wir denn hier Schönes? Wo geht's da hin? Weiß ich nicht. Nein! Oh! Und? Okay. Hier geht's irgendwo raus jetzt wieder. Also da unten ist nichts. Was gibt's da oben? Oh, Hilfe. Nee, da kommt man einfach irgendwo anders raus. Hä, was ist das denn hier? Was soll das denn sein? Komisch. Das hier war der Trank der Schnelligkeit haben wir nochmal. Nimm doch mit, warum lässt du den immer liegen? Weil ich erstmal das loswerden musste. Ich hab ihn jetzt. Okay, gut. Ach, das sind Dings. Hier hast du einen. Ach, das ist zum Trinken, oder? Ja. Okay, go. Oh, durch. So, dann mal gleich hier zur. Moment. Zack. Oh, aber hier gibt's Betten. So, dann kann man mal gleich die Nacht überspringen. Sitzt du drin? Ja. Ich auch, aber irgendwie passiert nichts. Doch jetzt, so, okay. Gut, es ist Tag geworden und es geht weiter im Text. Hier ist die Pokémon-Arena. Guckst du eigentlich vom Pizmeet aus Dings? Sprint. Grid? Crit? Was ist das? Das Spiel, Nee, wo die das sagt Auto mir fahren? nichts. Was ist das für ein Spiel? Ein Autorennspiel. Nee, nee. Oh. Und wer macht denn das überhaupt? Hardy, Jay und Pete. Aha. Okay. Hier ist noch eine goldene Hose mit Schutz 2. Ja, wenn ich erstmal wüsste, wie du da hingekommen bist. Ach, Ich bin hier einfach ist. gerade ausgelaufen. Hä? Ist hier irgendwo ein Schalter? Nee, am Anfang war irgendwie eine Ach, da. Druckplatte. Na, ich hab's jetzt. So, und. Ja, so. Jetzt komme ich mal. Nee, das gucke ich nicht. Also, was ich gucke, klar, ist die Adventure Map. Klar. Und sonst. Ja, Happy Wheels, ne? Ja, aber sonst. Momentan nichts. Na gut, und dann hatte ich damals von deinem Namensvetter Euro Trucks geguckt, aber das ist ja passiert. Was ich auch immer gern mal geguckt hatte, ist, wenn der Bram so Indie-Spiele gespielt hat. Damals. Die fand ich eigentlich auch mal nicht schlecht. Diese Spiele, die unter. Die jetzt. Unter wenig Budget von unbekannten Herstellern gebaut worden sind. Die waren Kann eigentlich man auch mal stehen? nicht schlecht. Ja. Oh, Hilfe. Okay, gut. Dann war das jetzt die dritte Arena. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nach Bad Lavastadt, hieß, glaube ich, die. Müssten wir nicht schon langsam irgendwie mal eine Entwicklung kriegen? Ja, aber scheinbar gibt es das hier nicht. Halt. Na, warum können wir da nicht durch? Hä? Geht's jetzt? Ja. Okay. Also wir können nicht gleichzeitig auf einmal. Ach hier. Rohe Fische. Was gibt's da? So hungry. Was ist denn jetzt los? So. Und. Wie geht's jetzt weiter? Achso, das ist die Pension hier. Hallo, Habitak. So. Jetzt sind wir in Wiesenflur. Das ist ein Scherz sein.
Hilfe! Was ist das? So, Wiesenflur. Und jetzt konnte man den Tunnel auch nehmen. Diesen Tunnel da, den du erst nehmen wolltest. Den kann man jetzt nehmen. Also den müssen wir dann als Rückweg, glaube ich, nehmen. Gibt's noch was zum Essen? Hast du genommen, oder? Mhm. Okay. So, okay, ja, dann war das Wiesenflur, okay. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Bad Lavastadt musste man, glaube ich, nach oben. So. Soweit ich weiß, ist diese Map auch diesmal fertiggestellt. Also nicht wie die Pokémon-Map, wo damals das Idigon-Plateau noch nicht fertig war. Hm. Also hier gibt es, glaube ich, schon. Nur ich will nicht wissen, wie das aussieht. Irgendwie so eine Jump-Action wie die eine Map, die wir abgebrochen haben. Am Ende noch. Das Magma-Team. Also Team Magma und Team Aqua gab es ja. Das fand ich auch interessant. Team Magma wollte ja genug Erde haben, also durch Vulkanausbrüche. Und Team Magma wollte, Team Aqua wollte ja das ganze Land unter Wasser setzen. Also für die Meere war das ja, glaube ich, damals. So. Okay, hier war ja die Wüste. Da konnte man da hinten, glaube ich, ein Legi bekommen. Was? Ein Legi, legendäres. Ach so. Pokémon damals. Ist da überhaupt schon was? Nee, natürlich nicht. Wie ist das nicht? Totrot oder so? Totrot? Boah, ich weiß gar nicht, wie die... So eine komische Schildkröte. War das nicht das? Es kann möglich sein. Auf jeden Fall, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Oh! Was ist das denn? Wo geht denn das hier hin? Ich kann mich überhaupt nicht mehr entsinnen hier. Ein Portal. Neta? Ich weiß nicht, sollen wir mal Neta? Mal gucken, was passiert jetzt, wenn wir in Neta gehen. Ja, alles klar. Fahren und nochmal fahren. Ja, ich glaube, das hier ist irgendwie nur Trollerroll. Trollerroll wieder. Ja, it was Herobrine, aka Gary. Two's fossils will save us. Ja, ja. Schon klar. Boah, das leckt auch hier gerade wieder im Nether. Boah. Richtig ekelhaft, schnell raus. Die Neta brauchen wir echt nicht. Gott, ich brauche bald mal ein neues Schwert hier, verdammt. Das Schwert geht gleich kaputt. Scheiße. Wo war denn Bad Lavastadt? Da hinten, glaube ich, oder? Ja, hier ist doch dieser Berg mit der Seilbahn. Ja. Willst du mal kurz alleine weitermachen, weil ich will mal ganz kurz was essen. Ja. Weil dann porte ich mich zu dir dann, ne? Ja, okay. Gut, bis gleich, tschüss. Ja. So. Ja, dann hat sich jetzt Chris hier verabschiedet erstmal. Oh nein, jetzt hat sich auch das Schwert verabschiedet. Oh. Nein. Jetzt kann ich gegen diesen Creeper hier mit der Hand kämpfen. Na gut, ich könnte ja die Axt noch nehmen, aber es bringt ja nichts. Oh, Hilfe. So, jetzt müssen wir mal sehen. Nee, Schweinemensch, dich greife ich bestimmt nicht an. Ach du Scheiße, was ist das hier? Was war das? War das dieser Magma-Block? Blob hier. Geh weg! Ah! Ich will dich nicht. Geh weg. So, hier war doch das mit der Seilbahn da oben. Ja, genau. So, dann nehmen wir eine Lore. Nehmen wir auch noch eine zweite Lore. Das ist so eine Fake-Lore jetzt. Und die setzen wir hier hin und dann geht es da hoch. Ja, und hier war das ja so... Baller. Hier war Asche, also hier hat es dann nach Asche geregnet. Das fand ich auch mal sehr ulkig. Ich habe immer mir so gesagt, oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Dabei war das ja Asche. Aber das muss man ja auch erstmal wissen. Aber naja gut, man kann es ja auch so erkennen. Okay, Invisible Blocks. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht in den Vulkan reinfliegen. Das wäre natürlich jetzt am
Das Ungünstige, was man machen kann. Oh, Feuerschutz. Feuerschutz, ist das besser? Ja, das ist ja noch viel besser als die Goldhose. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht auch aus wie so ein Brauner. Das da unten ist Laubwechselfeld. Ja, ja, die gute alte Höhenregion. Ich mochte sie. War eine sehr schöne Region. Was hat der Schalter gebracht? Oh Gott, Webrak-Spawner. Schnell nach unten. Nein, Creeper! Nein. Ah! Creeper weg. So, welcome to Bad Lavastadt, ja. Ich hoffe. Aber erstmal kann der Creeper hier erstmal sich verschwinden. Oder besser sagt das, wohin genau? Ich bin wohin genau und explodiere. Super. Na gut, wenigstens ist jetzt der Berg erstmal weggesprengt. So, Bad Lavastadt, Pokémon-Markt. Was haben wir hier? Komm mal her. Make sure visit the Hot Spring. Was haben wir denn hier? Hot Spring, wieder eine Karte hier. Ist doch die gleiche. Oder? Ja. Super. Brauchen wir beide nicht. Weg damit. Pokémon-Markt. So, dann... gibt es hier noch so ein Haus? Mal, was wir hier haben. Komischer Dorfbewohner. Ne, da ist nichts drunter. Die Katze ist so... also ist floating. Okay, gut. Alles klar, wissen wir Bescheid. Auf geht's zu. Oh Gott, hier ist Redstone erstmal. Oh Gott, müssen wir jetzt hier Redstone verkabeln? Hier ist eine Truhe. Was wollen wir denn mit der Truhe? Melone. Noch eine Melone. Nehmen wir mal die zwei Melonen mit. Ja, aber die Melonen müssen wir, wenn, anpflanzen. Machen wir es so. Ja, genau. So. Dann haben wir ein bisschen Melonen. Was ist das denn? Ach, das ist der Weizen. Was will ich denn mit Weizen? Weg damit. So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Sortierung machen. So. Halt. So. Hühnchen. Ja, passt schon. Nur ich brauche verdammt nochmal ein Schwert. Ja, da werden wir jetzt allerdings erstmal warten, bis Chris zurückkommt. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Pokémon Center. Hier gab es ja ein besonderes Pokémon Center. Erstmal setzen wir hier den Spawn Point. Ich hoffe, ist Chris jetzt überhaupt. Ja, ist. Ne, ist nicht vom Serverübergang, scheiße. Ist ja immer noch drauf. Okay, gut, dann können wir. Aber immer einen Spawn Point setzen. Denn hier gab es nämlich die heiße. Oh, ja, ein heißes Voltilam erstmal. Weil, ne, ich bin nicht pervers und Tierquälerei wollen wir auch nicht betreiben. Sondern es gab hier eine heiße Quelle. Deswegen auch Bad Lavastadt. Bad ist ja immer ein Heilbad. Und in the real Pokémon Game, you can find Ice Heal. Also ein Eisheiler. Konnte man hier finden. Und hier haben wir die bequeme Heilquelle. Und statt ein Eisheiler gibt es hier hellblauer Farbstoff, der den Eisheiler darstellen soll. Dive in this Hot Spring Answer. Genau, das hier war dann heißer Sand, wo man sich dann so ein bisschen verbuddeln konnte. Und Electex haben hier weniger verloren. Weg. Au! Sehr gut. Und Rotten Flesh. Das schenke ich mir. Schauen wir mal, was mir... Oh, das ist ja schon wieder so ein...